Hallo ihr Lieben, hier ist die Jenny Solaria Delfini und ich möchte euch heute mein schon lange versprochenes Video geben, was ich einfach über ganz viele Jahre gesammelt habe an Wissen zu den Reptilien und den Schlangenwesen, wie sie eben den Menschen besetzen, woran man das erkennen kann und auch wo sie überhaupt herkommen und wie wir letzten Endes damit umgehen können. Das hier auf der Erde, das wird euch ja schon aufgefallen sein, es gibt ja mittlerweile ganz viele, die da auch wirklich Fakten über Fakten gesammelt haben, dass wir irgendwie mindestens zwei verschiedene Arten von Menschen auf der Erde haben. Die einen, die sind halt total emotional, feinfühlig und sensibel und haben halt auch völlig andere Erwartungen an ihre Familien, an ihre Gesellschaft, besonders halt auch an ihre Eltern. Und dann gibt es halt die anderen, die ganz normal 3D leben, total genießen, das schön finden und auch nicht wirklich was vermissen und sich vor allen Dingen auch noch nie die Frage gestellt haben, warum sie eigentlich hier sind oder ja einfach über den Horizont hinaus gedacht haben. Und ja, da bin ich ein bisschen über die vielen Jahre über sehr viel Wissen gestolpert, viel gesammelt und da werde ich euch einfach mal ein bisschen was zu mitgeben. Ja, zum einen also sollten wir natürlich wissen und das auch akzeptieren, dass wir nicht allein in diesem Universum sind. Zumal wir auch von den Wissenschaftlern ja schon lange wissen, dass es ca. 350 Milliarden Universen gibt. Und wir sprechen hier also von einer Universumsfamilie. Und naja, da dürfte euch einfach auch klar sein, dass es also ganz verschiedene Arten von Spezies, also Aliens aller Art gibt und wir natürlich darunter so gesehen auch eine Rasse sind, ja, oder vielleicht auch mehrere Rassen auf diesem Planeten hier, die sich aber nur eine Art von Körper teilen, also den Avatar-Körper Mensch. Ja, aber wir lenken und steuern den einfach aus einer anderen Dimension heraus, und zwar aus der wir auch quasi in der Wirklichkeit existieren. Also so gesehen sind die Universen oder auch die Planeten nicht wirklich weit weg. Es ist halt nur von der dritten Dichte aus total weit entfernt und natürlich physisch nicht zu bereisen. Aber das, was in deinem Herzen wohnt, was in deiner durch deine Seele spricht, was in dir nach Hause ruft, in die Sterne guckt, so hoffnungsvoll, das ist quasi ein ja, ewiges und unendliches Bewusstsein, so spreche ich davon, wenn wir beseelt sind und tatsächlich aus dem gesamten Multiversum auch stammen und dort auch Zugänge zu haben. Ja, und nun müsst ihr euch einfach vorstellen, dass es auch von den 350 Milliarden Universen eben auch mehrere Universen gibt, die von Schlangenwesen oder auch Reptilianern, Drachenwesen, Dragoniern bewohnt sind, ja. Die sind quasi Zwitter, also sowas könnte man sagen, von Mensch und Schlange, so dass man sich das mal physisch vorstellen kann, ja. Alle menschlichen Wesen dieser Universumsfamilie sind Schlangenwesen mit menschlichen Körpern, also die sehen quasi humanoid aus, so wie wir auch. Der Unterschied ist, dass sie einen Schlangenkopf haben und auch deren Engel, der Gottvater dieser Universumsfamilie, haben genau diese Gestalt. Und da kann man sich einfach mal vorstellen, dass die Körper so, die Schlangenkörper so 30, 40 cm breit sind. Zwischen 1 Meter bis 2 Meter lang und es gibt aber auch ganz große Schlangen, die sind dann schon 3 bis 4 Meter lang. Ja, und oben dann eben den Schlangenkopf noch und dann halt kommen die Arme noch vom Menschen mit dran, so muss man sich das vorstellen. Ja. Und diese Schlangenwesen dieser Universumsfamilie sind eben auch mit ihrem Bewusstsein aus ihrer Frequenz in dieses materielle Universum gekommen, beziehungsweise haben sich hier reingeklinkt und es gibt halt auch Aussagen, die sagen, dass sie halt auch mit ihrem physischen Körper es geschafft haben, sich in diese menschlichen Körper hier mit reinzuschleichen. Da gibt es so alte Filme, so Louis de Funès, wo die ganzen Aliens da mit den Metallkörpern die Öl getrunken haben. Ja, so, also da gibt es Vermutungen, dass die tatsächlich sich mit runtergemischt haben, dass die also auch physisch anwesend sind. Es gibt also welche, die sind nicht inkarniert, die sind quasi nur inkorporiert. Das heißt, die sind geistig mit dem Körper und dem Wesen verbunden, das den Körper quasi führt. Und dann gibt es welche, die auch physisch da sind, ja. Und am Anfang haben die hier quasi erst eine kleine Kolonie gegründet. Ich kann hier keine Zeit sagen, aber ich
vermute schon über 200.000 Jahre, dass das so ist vom Gefühl her oder auch von dem, was ich einfach recherchiert habe. Und zurzeit bewohnen sie ihn eben komplett. Also die Erde wird zurzeit gänzlich von denen bewohnt. Das gibt also auf den anderen Planeten von diesen Universen, wo die herkommen, kaum noch welche ihrer Art. Die sind quasi rübergesiedelt. Und die haben sich auch verändert. Die waren, als sie hierher gekommen sind, in der dritten Dimension. Und jetzt haben sie mit ihrer gesamten Spezies die sechste Dimension erreicht. Das heißt, die sind also auch ein Stück weit über der fünften. Ja, das bedeutet also, immer von der höheren Dimension kann man in die niedere Dimension hinunterschauen. Wir sehen sie also erst ab der siebten Dimension. Ja. Und nun muss man sich einfach mal vorstellen, dass bei jedem Planeten so, dass ja, wir wissen das ja, dass es die sogenannte Polwechsel, den Aufstieg von einem Photonenring in den nächsten geht und dass das alle 26.500 Jahre von der Erde aus berechnet, also rein wissenschaftlich die Zahl, den nächsten Polwechsel gibt. Und man nennt das halt auch Aufstieg oder ja, also das Bewusstsein der Bewohner verwandelt sich dann von einer Dimension in die nächste. Und auf diesen Aufstieg warten wir seit 2012, beziehungsweise ist der ja auch stattgefunden auf der Erde. Und damals war das halt bei den Schlangenwesen und ihrem Planeten auch so, dass sie quasi von einer Dichte in die nächsten hochgesprungen sind. Und das, was wir hier gerade auch auf der Erde erleben, ist die sogenannte Polarisierung vom Bewusstsein der Planetenbewohner. Wir können das also hier ganz genau vergleichen. Die einen spalten sich mit ihrem Bewusstsein in die Richtung und die anderen in die andere Richtung. Man spricht hier quasi, um das besser festhalten zu können, von Gut und Böse. Von Minus und Plus, das ist also eine ganz normale physikalische Geschichte, durch den Polwechsel passiert das halt einfach im Kleinen wie im Großen und somit auch im Innen wie im Außen und im Bewusstsein der Menschen. Weshalb man ja auch davon ausgeht, dass die Menschen, die jetzt in der Reinkarnationsfalle sind oder auch wieder inkarnieren, dass die dann noch einmal alles durchmachen, was es am Bösen hier auf der Erde gegeben hat. Ja, also die, die quasi sich für die dritte Dichte entschieden haben, müssen dieses Spiel, Mensch, ärger dich nicht, nochmal eine Runde drehen. Das macht ja nichts. Alle spielen ja hier gerne auf der Erde Gesellschaftsspiele, ne? Ja, und nun kann man also sagen, es gibt auch bei den Schlangenwesen diese Polarisierung. Es gibt also gute Schlangenwesen und es gibt böse Schlangenwesen. Und das Böse musste also komplett eigentlich die Erde verlassen. Aber das hat nur kurzfristig gelungen. Die sind also komplett hier auf diese Erde wieder umgezogen. Also die befinden sich auch mittlerweile auf mehreren anderen Planeten unseres Universums. Und vor allen Dingen auf den Schulungsplaneten, was man ja auch von der Erde sagt. Also alles, was ihr kennt. Mars, Jupiter, Saturn, das sind die überall. Und natürlich die ihr nicht kennt, die ganzen Galaxien, das sind die auch. Es gibt also nicht einen Planeten, auf dem sie nicht so herrschen wie hier. Das, was über den Glauben, über Gott und so weiter oder über Religionen gelaufen ist, ja. Ja, und diese arimanischen und saturnischen Geistwesen, so nennt man die eben auch, ja, haben bekanntlich keine Gefühle und sie können auch keine Liebe empfinden. Und diese Schlangenwesen können auch keinen Schmerz empfinden. Sie können also diese negativen Schlangenwesen haben genau diese Eigenschaften nicht. Die tun einfach Menschen ein Leid an und denken sich nichts dabei, fühlen nichts dabei, weil sie diese Gefühle eben nicht kennen. Ja. Und nun muss man sich vorstellen, dass die positiven Schlangenwesen, bevor quasi die Polarisierung des Planeten der Echsen und Schlangen passiert war, hier auf der Erde, so hoffe ich das und so vermute ich das aufgrund der Aufzeichnungen, dass die damals noch positive Schlangenwesen hier ihrer Spezies hatten, die zum Beispiel ab ca. Christi Geburt über 2 Jahrhunderte auch die Inkas besucht haben, natürlich mit Raumschiffen, so wie man das in den Höhlenmalereien auch sehen kann, und wahrscheinlich auch die Hopis und andere einfach Indianer, die sie dann eben auch verehrt haben, weil die Hopis sagen ja auch, sie sind von Schlangenwesen oder Reptilianern aus der Erde mit sehr viel Wissen versorgt worden, ja, oder die haben sich halt nur positiv gestellt, ja. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, weil es ja auch in uns Menschen immer diese gute und die schlechte Seite gibt. Und wir sind, wie gesagt, eine Universumsfamilie, also muss es Ähnlichkeiten in irgendeiner Form geben, ja. Und muss man auch noch mal kurz dazu sagen, dass die negativen Schlangenwesen, die wir zurzeit auf der Erde haben,
sich auch zusammengruppiert haben in bestimmten Gruppierungen, zum Beispiel in der Organisation Humanitäres Yoga. Ja? Sie arbeiten dort mit Arimanen zusammen und sie können quasi während dieser Arbeit in diesem Vereinigung, es gibt ganz viele weitere Gruppen, die ich jetzt hier nicht nennen möchte, ja, natürlich auch politische und wirtschaftliche und so weiter, ja, sie können zum Teil also inkarniert und nicht inkarniert sein. Und das, was jetzt an bisherigem Wissen hier über Deutschland zum Beispiel gesammelt wurde, ist, dass wir in Deutschland ca. 60 negative Schlangenwesen direkt inkarniert haben, beziehungsweise Schlangenwesen hier wirken auf Deutschland, 48 sind inkarniert und 12 davon sind nicht inkarniert. Aber so mehr sind das nicht, das ist wirklich total, total wenig, aber die können eben von dort aus über die geistige Ebene im morphogenetischen Feld viele, viele andere mit beeinflussen. Ja, und die Menschen, die von diesen Wesen schwarzmagisch beeinflusst werden, erhalten dann eben Implantate oder Programmierungen im Kronen- oder Herzchakra und auch im Solarplexus, aber auch an mittlerweile total vielen anderen Bereichen, also vor allen Dingen Nackenanzapfungen und Wurzelchakra. Ne? Ja, und das Problem ist, dass halt diese telepathischen Fähigkeiten, diese Schlangenwesen eben haben, oder nennen wir sie einfach geistig, sie senden eben Gedanken, die du leicht mit deinen eigenen verwechseln könntest. Also mittlerweile weiß ich in Deutschland, dass über 3/4 deiner gesamten Gedanken des Tages nicht von dir sind. Ja. So kann man sich das also als 3 vorstellen, dass diese, weiß nicht, wie wir sie nennen wollen, Schlangenwesen, auf alle Chakren und auf das Nervensystem eines Menschen einwirken können, der vor allem nicht bei vollem Bewusstsein ist, der sein Herz nicht offen hat. Und das Krasse ist, dass die eben auch über das Nervensystem des Menschen, das machen die ja im Tierreich genauso, so wehren die sich, das ist halt ihre Art zu überleben, zum Beispiel so eine Frequenz aussenden können, mental, man kennt ja hier auch das sogenannte Mimikry, Shapeshifting, diese Fähigkeiten beherrschen sie ja auch, genauso können sie halt Attacken machen, die können das Nervensystem eines Menschen so lähmen und blockieren, dass man zum Beispiel im extremen Fall keine Sinnzusammenhänge mehr herstellen kann. Also einfach gar nicht antworten kann auf die Frage oder das Gehirn verarbeitet die Informationen nicht, damit du diese Informationen nicht bekommst. Ja, und du hörst mir jetzt zum Beispiel zu und musst das Video zurückspulen, weil du es einfach nicht verstanden hast, was ich gesagt habe. Weil die das nicht wollen. Ja, oder die können das Nervensystem auch machen, dass du etwas anderes hörst, dass du dich streitest danach mit deinem Partner und am Ende stellst du fest, dass er das gar nicht gesagt hat, dass du das aber gehört hast. Und unendlich vieles mehr, was ich ja auch schon in den Seminaren immer bekannt gegeben habe. Ja. Und was vielleicht auch wichtig ist zu wissen, dass besonders die Traumfähigkeit und der Schlaf von ihnen beeinflusst wird aus der Frequenz oder der Dimension, aus der sie halt auf dein Bewusstsein einwirken. Und hier nur kurz für die, die das nicht wissen, das menschliche Wesen besteht ja aus 3 Teilen, aus dem Körper, aus dem Geist und aus der Seele. Und die Seele ist, wie gesagt, diese ganze Familie aller Frequenzen oder da, wo du halt auch beheimatet bist in der Frequenz in irgendeinem Sonnensystem und benutzt eben den physischen Körper und dazwischen klemmt der Geist, der die beide miteinander verbindet und genau das ist das Problem. Die hacken eben die geistige Ebene, weshalb man ja auch von der Geisterlehre, also Spiritualität spricht. Ja. Also da erzählen sie ja quasi von ihrer Lehre. Und auch Schamanismus, Satanismus, das ganze Wissen der Magie und der generell des geistigen Prinzips, also schamanisch zu arbeiten, das ist alles von ihnen, dieses Wissen. Das gibt es von keinen anderen Wesen. Und sie stehen hinter all diesen ganzen Gruppierungen. Und die wissen genau, dass sie eigentlich nur eines machen müssen, uns dazu zu bringen, sie anzubeten. Ja, also, wie gesagt, sie haben diese Hierarchien, sie haben auch so wie der Buddhismus aufgebaut ist, die Hierarchien ihrer Spezies, sie haben Könige, hier auch nur die Symbolik, also die Reptilianer und die Schlangenwesen haben eben wie wirklich bei einem Drachen im Film, deswegen haben die Menschen ja auch über sie Sagen und Fabeln und Märchen geschrieben, diese Zacken auf dem Rücken. Und damit man das eben auch von vorne sieht, hat man der Queen symbolhaft die Krone aufgesetzt, um zu sagen, aha, sie wird also geführt von den Reptilianern, damit man quasi in der Symbolsprache hier unten auf der Erde Bescheid weiß, wer mit wem jetzt hier astral vereint ist und wer wem dient.
Ja, und natürlich passiert dann auch noch was anderes Energetisches dann im Kronenchakra, aber das ist mal eine andere Sache, ja. So, und so gesehen, hier ist auf gar keinen Fall der Vorwurf an dieser Stelle zu machen, dass sie böse sind oder dass das negativ ist, ja, dass man hier auch keine Angst bekommt, sondern ich möchte erstmal nur neutral darüber aufklären, wie sie arbeiten, wie sie wirken und dass sie halt einfach so existieren. Das ist ihre Art zu sein, denn ich habe da auch schon Schlangenwesen gehabt, die mit mir wirklich geschimpft haben und gesagt haben, wieso sprichst du so böse von uns? Ja, wir sind nicht anders als ihr, wir haben einfach nur andere Eigenschaften. Ja, jetzt kommt natürlich etwas, was ich auch beobachtet habe, was wirklich extrem krass sein kann, für dich vielleicht oder für auch deine Angehörigen. Wenn zum Beispiel so ein Mensch, der sehr erwacht ist und der einen bestimmten Zugang schon hat und der eine hohe Frequenz auch herstellen könnte und somit einfach auch das morphogenetische Feld beeinflussen kann. Und zum Beispiel ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, dass du, wenn du richtig gute Laune hast, dass du Sonne machen kannst und dass du die ganzen Wolken oben wegschiebst. Einfach nur mit deinem Bewusstsein oder es ist einfach ein grauer Tag und du bist trotzdem total glücklich, ja? Dann ist es denen möglich, aus der sechsten Dichte. Also zwischen der vierten und sechsten existieren die, aber in der sechsten können die sich halt also auch mittlerweile aufhalten. Ne? Dann ist es denen möglich, einen Menschen über sein eigenes Kronenchakra zu hacken und ihn quasi anzugreifen. Wenn sie den also beseitigen wollen, dann schwächen sie den Körper mit Wesen der Astralwelt. Man kann zum Beispiel aus der vierten Dichte ein paar Krankheitsgeister, ein paar teuflische Seelen, Elementale. Ja, einfach Dämonen hochholen und die mit der Schlangeninform, also mit der Todesinformation versehen. Und dann kann man das einfach anbringen und installieren in der Aura eines Menschen. Ja. Und wenn sowas passiert ist, dann eine Todesinformation ist, dann kannst du zum Beispiel ganz schnell sich Krebs entwickeln oder eine Demenz oder epileptische Anfälle. Also einfach jede Form von Krankheit ist für mich aus meiner jetzigen Sicht sowieso immer eine Anhaftung aus der Astralebene. Ja, das ist also, gibt es keine Krankheiten auf der physischen Ebene. Was übrigens auch wissenschaftlich schon bewiesen wurde, dass der Krebs, bevor er ausgebrochen ist, im astralen Feld schon wahrgenommen wurde. Durch die Kilian-Fotografie hat man das halt festgestellt. Und deswegen kommen manchmal halt Geister und gehen, aber wenn man sich halt mit solchen Wesen, Schlangenwesen anlegt, weil man in der Öffentlichkeit steht oder halt einfach bestimmte Gruppierungen erschaffen möchte, die denen nicht dienlich sind in dem System, was die hier auf der Erde haben, dann könnten sie, wenn man kein Wissen darüber hat, eben so wie ich es eben beschrieben habe, einen Menschen ausschalten. Ja, klar ist es nicht so leicht für die, weil wir haben ja einfach auch eine sehr hohe Frequenz und es gibt bestimmt auch viele Menschen, die sich da hinwegretten können. Ja. Aber eben wer nicht bewusst ist, das ist halt das Problem. Deswegen ja Unterhaltungsprogramme und so weiter. Ne? Ja, und man kann einfach durch Absichten sofort, wenn man merkt, dass so ein Angriff ist, in einem deiner Angehörigen oder du selber wirst gehackt und du merkst, stimmt irgendwas nicht, eben mit geistig-emotionalem Helfen, was ich ja genau deswegen auch entwickelt habe, sofort diese Wesen wieder zurückbringen, wo sie hergekommen sind. Ja, da wisst ihr ja, da gibt es die Seminare und jetzt mittlerweile die Videos zu kaufen, wie man Absichten spricht. Und das ist wirklich extrem hilfreich. Ja. Man kann zum Beispiel so einen Geist in ein mentales Gefängnis reinbringen, ins galaktische Vakuum zum Beispiel. Und da, dann können man die ausschalten und dann ist das in Ruhe und derjenige kann in Ruhe das Eindringen dieser Schlange auflösen, ja, und seine Seele zurückholen und die Verbindung zur Seele herstellen. Ja. Und das Problem ist, dass die Schlangen untereinander extrem connected sind. Nicht so wie die Menschen hier auf der Erde, sondern wenn ein Schlangenwesen ein Problem hat, dann kommen gleich Hunderte und helfen dem Astral. Also kämpfen braucht ihr gegen die nicht. Also man kann einfach nur sie einsperren oder wegschicken und ihnen die Energie entziehen, das, was sie also auch machen. Das heißt, man gibt ihnen keine Zustimmung für diese Tätigkeit. Ja. Das Problem ist, wenn man Implantate von denen gesetzt bekommen hat, weil man schon auf der schwarzen Liste steht, dann ist man auch abgeschnitten von allen höheren Wesen. Das heißt, dass du dein eigenes höheres Bewusstsein in der siebten oder zwölften Dimension wäre dann nicht zu erreichen. Die können also aus der sechsten Dichte so eine Art Deckel auf deinem Kopf aufsetzen. Das betrifft eben die Menschen, die sich nicht öffnen wollen für höheres Bewusstsein oder deine lieben Angehörigen, die sagen, hey, so ein Quatsch, was ihr hier labert und das ist alles Fantasie und so weiter. Die sind einfach tatsächlich eingesperrt in ihrem
Die sind auch in einem mentalen Gefängnis. Also da haben die Schlangenwesen das so gemacht, dass man quasi in dem Geist stehen bleibt. Ja. Und jetzt ist natürlich darüber zu überlegen, wie kann man jetzt damit umgehen, mit diesen negativen Schlangenwesen. Ja, und da ist es vielleicht ganz wichtig zu wissen, dass man, wenn man darunter leidet, unter diesen Schlangenwesen, dass es möglich sein muss, sie auch wieder zu ihrer Spezies zurückzubringen, beziehungsweise sie vielleicht in ein positives Schlangenwesen in dir selbst umzuwandeln. Ja. Und das kannst du einfach auch mit Absichten machen. Die möchte ich hier gleich an dieser Stelle mit dir sprechen, falls du das Gefühl hast, dass du davon betroffen bist. Die Absicht wäre zum Beispiel, wir ewiges und unendliches Bewusstsein haben die Absicht, alle negativen Schlangenwesen, die mich in meinem, durch mein Kronenchakra negativ beeinflussen oder auch gesteuert haben oder steuern, die gesamte Zustimmung und Energie dazu zu entziehen, sie mit Liebe und Dankbarkeit aufzuladen und sie in ein positives Schlangenwesen zurückzutransformieren, mit vollkommener Liebe und der Allmacht meines Seins, dem ewigen, unendlichen Bewusstsein, schicken wir die nun positiven Schlangenwesen zurück in ihr Ursprungsuniversum, jetzt. Ihr ewiges und unendliches Bewusstsein haben die Absicht, alle Ursachen und Folgen durch die Einwirkung dieser negativen Schlangenwesen, sprich also Implantate, Kanäle, Portale, Installationen aller Art, Veränderungen der DNA, in Liebe und Dankbarkeit aufzulösen, für null und nichtig zu erklären und im Ursprung die Führung unserer Seele durch unser Kronenchakra wieder vollständig zu erreichen. Jetzt. Tja, und was vielleicht total wichtig ist, dass sich diese Schlangenwesen, meiner Meinung und das, was ich durch Reinkarnationstherapie ja erforscht habe, ist, dass die sich ganz genau auf diese Inkarnation hier mit uns und dem Ursprung auf der Erde auch vorbereitet haben. Die wollten einfach verhindern, dass wir hier mit unserem höheren Bewusstsein aus einer anderen Dimension diesem Planeten helfen, die nächste Dichte zu kommen. Also haben sie sehr viele Seelen in der Vergangenheit gefoltert und auch satanisch geopfert, um quasi während dieser Opferrituale diese Schlangenwesen an die Seele anzuhaften und bei der nächsten Inkarnation dann vollständig zu aktivieren. Und so haben viele Menschen bei der Geburt, das gab so Ultraschallbilder, wo man das auch drauf sehen konnte in den 70er Jahren, da waren die noch nicht so scharf eingestellt und ich habe so ein Foto hier auch vorliegen, das ist echt gruselig. Und es ist einfach so, dass die Babys ja, wenn die zur Welt kommen, durch die auch noch aktive Fontanelle oben, bis zum zwischen zweiten und dritten Lebensjahr vollkommen geschützt sind. Ihre Aura ist weiß und da sind sie auch vollkommen im höchsten Bewusstsein und die Seele führt die auch. Aber so viel dann die Fontanelle zugeht und die Führung der Seele dann abgeschnitten ist und man sich eigentlich auf das konzentriert, was wirklich im Kern dieser Erfahrung einer Seele auf der dritten Ebene gemacht wurde, dann klicken sich oben im Kronenchakra die Schlangenwesen ein. Und das ist dann so zwischen dritten und fünften Lebensjahr sind die meistens hochgeladen, spätestens jedoch so ab dem siebten, weshalb dann gleich die Einschulung und Einweihung des anderen Schlangenwissens erfolgt. Ne? Also man hat hier genau aufgepasst, dass das gesellschaftlich gut eingefügt ist. Und das ist auch der Grund, warum sich so viele nicht an ihre Kindheit erinnern können. Weil die quasi ja, direkt übernommen worden von der Schlange. Das sieht man auch bei vielen Kindern, dass sie nicht ganz dicht sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Dass sie einfach nicht im Herzen mehr sein können und sich benehmen wie Tiere teilweise. Und das ist ihnen keinen Vorwurf zu machen. Das betrifft über 80-90% aller hier Menschen auf der Erde. Ja? Die haben sich also ganz genau darauf vorbereitet, um eben natürlich für ihre Spezies den Aufstieg dieses Planeten zu verhindern und nochmal eine Runde hier unten die Winner zu sein und also die Herrscher, was sie halt einfach so lieben. Sie lieben das einfach zu beherrschen und zu kontrollieren. Und ja, es gibt bestimmt auch einige Menschen, die das ganz lustig finden. Ja,
Das vielleicht mal ganz wichtig, dass man weiß, dass man sich eigentlich nur befreien kann, und diejenigen, die sich dieses Video jetzt anschauen und es auch verstehen und jetzt nicht gleich anfangen, wieder in Panik zu verfallen, sondern einfach mit mir gehen in diesem Bewusstsein und das längst auch schon beobachtet haben, dass die schon ein sehr hohes Bewusstsein haben müssen. Ja, weil du kannst mit einem normalen Menschen über so eine Sachen gar nicht reden. Und das erklärt natürlich auch alles Mögliche, was jetzt hier gerade weltpolitisch abgeht. Und ja, viele, viele andere Gesetze und Bedingungen und warum wir unter Alkohol, Drogen, Nikotin gesetzt werden. Einfach damit es nicht möglich ist, ja, und selber noch Fleisch essen und töten sollen. Das, was sie so vorleben mit Hollywood, sie haben sich richtig was einfallen lassen, um das so. Ich finde das richtig cool. Also die sind super, super intelligent und ja, die haben es echt geschafft, die Welt zu beherrschen. Echt mega. Also ist halt jetzt ein bisschen dumm gelaufen, weil wir ja doch dahinter gekommen sind und wir einfach auch wissen, dass es keinen Grund für Angst gibt, weil wir ewig und unendlich immer weitergehen. Ja? Und von daher möchte ich hier an dieser Stelle einfach auch mal sagen, dass jede Form von Angst, wenn wir denen quasi Angst geben und Ohnmacht gehen, wenn wir das jetzt hören, dass die dann eine Zustimmung bekommen. Das heißt, wir dürfen weitermachen. Das ist also total wichtig, dass du selbst deine Traumen auflöst und das, was sie mit dir gemacht haben, wenn sie dich gefoltert haben und was auch immer dahinter steckt bei deiner Angst, dass du das auflöst und einfach erkennst, dass sie ja, egal was sie uns angetan haben, das mittelalterliche Hexenverbrennung und weiß ich was war, es gibt ja fürchterlichste Dinge von Fehlungen bis Galgenstrick oder Kolosseum, die haben es ja wirklich in allen Namen, allen Ländern, allen Gruppierungen jahrhundertelang das Abschlachten einfallen lassen und trotzdem sind wir noch hier. Ja, ich weiß, das ist zum Kotzen für sie, aber das ist, ändert jetzt nichts. Sie können uns auch verstrahlen mit WLAN und Wifi. Wir stehen immer wieder auf. Das gibt's einfach. Das ist einfach so. Ja, und ja, also da muss man einfach mal ganz kurz verstehen, dass sie schon auch nicht leicht mit uns haben. Ne? Ja, und die einzige Lösung quasi ist es, diese Schlangenwesen in irgendeiner Form zu lieben. Und das finde ich halt total der wichtige Punkt hier. Nicht in der Form, dass ihr sie jetzt anbietet und oh, ihr Lieben und so und wie in der New Cage und ei, ich habe euch alle ganz lieb, das auf gar keinen Fall. Sondern, dass man einfach ein bisschen tiefer hineinblickt und da möchte ich euch einen kurzen Einblick geben. Also es gibt ja so einen Satz von mir, wo ich sage, ich vertraue dem ultimativen Bösen, dass es seine Sache gut macht. Hört sich ein bisschen krass an und für diejenigen, die an dieser Stelle ausschalten wollen, die sollten das Video auch ausmachen, weil jetzt wird es echt spooky. Ja, weil ich bin der Meinung, nach allem, was ich beobachtet habe, dass die quasi ein Teil unseres Bewusstseins sind und jetzt gar nicht mal irgendwie von der menschlichen Ebene aus betrachtet, sondern von dem gesamten Multiversum heraus, dass wir die in irgendeiner Form erschaffen mussten, weil vielleicht A, hat sie euch zu viel Spaß auf der Erde gemacht und ihr wolltet nicht mehr gehen. Oder B, wir haben uns einfach nicht weiterentwickelt, weil wir ja in der Zeit hier stehen geblieben sind. Und ohne das Böse oder ohne das Dunkle würden wir nicht weitergetrieben werden in irgendeiner Form in der Evolution. Und so gesehen ist es zwar schlimm, was mit diesem Planeten passiert ist. Ich werde auch noch ein Video über Indianer machen und über das Wissen der Indianer und ja, was hier eigentlich passiert mit jedem Planeten dieses Universums, den sie bisher eingenommen haben. Das läuft immer das gleiche Spiel ab. Am Ende haben wir diese futuristischen Sachen mit Raumschiffen und nichts mehr so, wie ihr jetzt kennt, mit Pflanzen und Bäumchen und Garten und Wiese und Flüsse oder Wasserquellen, aus denen man trinken kann. Das gibt es da nicht mehr. Weil sie, wie gesagt, keine Liebe empfinden, nicht empathisch sind, damit auch nichts anfangen können. Die brauchen halt auf anderer Ebene Spaß. Das sieht man ja heutzutage, wie die Leute schon mit Handy zocken und so. Da sind die auch drinnen, die Schlangenwesen. Da sind ja keine Seelen mehr drinnen. Das geht ja gar nicht. Das wird eine Seele gar nicht interessieren. Das Internet zum Beispiel. Ja, oder das Zocken an sich. Ja, und einfach mal nochmal hineinspüren, dass wir die erschaffen haben und dass wir die auch brauchen. Und ja, es ist einfach total gruselig, was sie gemacht haben hier auf dieser Erde und auch wirklich überhaupt nicht in irgendeiner Form zu beschönigen, das ganze Leid, was sie den Menschen hier zugefügt haben. Das ist mal noch die eine Seite. Ja, es gibt wirklich nichts Schlimmeres bei dem, was jetzt hier auch alles zutage gekommen ist.
Und trotzdem haben wir der ganzen Sache zugestimmt. Da gibt es auch so diese Erkenntnisse, dass wenn zum Beispiel jemand vergewaltigt wird, dass das Opfer den Täter quasi liebt und dem zustimmt, für diese Aufgabe ja da zu sein, dass der Täter quasi eines Tages sich dadurch selbst wieder erkennt, wer er ist. Ja, und ja, hier vielleicht nochmal das Beispiel auch von diesem Mörder, der in meiner Praxis war, der quasi gesagt hat, dass er eben nichts fühlen konnte, und erst als das Opfer dann seinen Todesschrei gemacht hat, hat er wieder Gefühle gehabt. Und das sind also so ein paar Sachen, wo ich sage, aus der Ebene kann man vielleicht verstehen, warum die so dunkel sind, weil die einfach auch mal was empfinden wollen und immer denken, wenn sie es noch schlimmer machen und wir noch lauter schreien, dann empfinden die halt irgendwas. Jetzt haben sie ja angefangen, die menschliche Blut zu trinken und so weiter, oder ewig schon tun sie das. Und vielleicht empfinden sie ja für diesen Moment etwas, ne? Und trotzdem glaube ich mittlerweile, dass alle teuflischen Seelen, wir haben ja nicht nur gute Seelen hier auf der Erde, es gibt ja hier das Gleiche mit der Polarisierung, also immer Plus und Minus, es gibt auch ganz viele teuflische Seelen auf der Erde, dass sie den Dunklen ganz viele Jahrtausende gedient haben, indem sie zum Beispiel ausgeführt haben, was der Nero gesagt hat oder Cäsar, und dass sie quasi versucht haben, denen zu helfen, ohne das zu wissen. Und das, was sie da an Schlimmes getan haben, oder wenn man dann im Namen eines anderen jemanden ermordet, ja, nur weil dein Chef dir das gesagt hat, dann ist das natürlich was ganz Schlimmes, dass man keine eigenen Entscheidungen machen kann. Und andererseits ist das, was derjenige sich zu vergeben hat, also eine viel, viel höhere Liebe. Da geht er so einen viel größeren Job ein, als wir das machen, die nicht den anderen verletzen. Wir haben eine kürzere Aufenthaltsdauer in der Astralebene. Wir haben nicht das Risiko, nicht geliebt zu werden. Das gehen die alle ein, die Seelen, die Teuflischen. Weswegen die möglicherweise sogar so das Böse vielleicht sogar höher angesetzt ist als die guten Seelen, weil sie einfach einen viel längeren Weg haben, viel mehr Mut aufbringen müssen und viel mehr Leid durchleben werden und auch als letztes dann quasi nach Hause gehen werden. Und da möchte ich jetzt mal nicht in deren ihrer Haut stecken, aber ich habe halt auch Achtung vor denen, was sie sich da angetan haben, um am Ende alle wieder in der Einheit zu haben. Und ich weiß nicht, ob ihr das jetzt verstanden habt, was ich eigentlich sagen wollte. Das ist für mich super schwer, das rüberzubringen, denn ich möchte auf gar keinen Fall, dass das jemand falsch versteht. Nochmal das Beispiel, ich bin ja damals viel Tournee gefahren, und auf den Autobahnen sind dann in unserem Wohnmobil oft dem Schweinetransporte oder Tiertransporte vorbei. Und ich habe so fürchterlich geweint mit diesen Schweinen, weil sie wussten, sie haben ja auch mit mir gesprochen, dass sie jetzt zur Schlachtung fahren. Und sie waren kalt, sie haben gefroren da drinne. Es hat die durchgeschüttelt. Also die wussten einfach, dass da jetzt die letzten Minuten ihres Lebens in diesem Auto sind, eingefärscht in ganz kleinen Zellen. Und dann habe ich sie gefragt, warum macht ihr das eigentlich? Ich meine, ihr könntet doch einfach keine Kinder mehr kriegen. Oder macht nochmal so eine Schweinegrippe oder sowas, dass die Schweine alle ausgerottet werden und dass man euch das nicht mehr antun kann. Oder eine Vogelgrippe, ne? Wie bei den Vögeln, das könnt ihr doch selber machen. Das gibt doch die Möglichkeit. Und dann haben die Schweine gesagt, ja nein, wir wollen das ja. Wir wollen, dass sie uns essen. Natürlich tut uns das weh. Und also die Seele wünscht sich das nicht, vom Schwein gegessen zu werden. Aber sie tut es in dem Moment, sie sich opfert, bereitwillig. Und die Antwort von den Schweinen war dann, ja, denn wir hoffen, dass sie eines Tages beim letzten Bissen von uns das Mitgefühl haben, was sie uns angetan haben, dass sie wieder was fühlen. Wir wollen sie in die Liebe zurückbringen, wir wollen sie wieder in das Herz bringen und wir wollen wieder, ja, wir wollen was Gutes für sie machen. Und deswegen müssen wir uns vorstellen, wie groß die Liebe von den Tieren sein muss, die für uns gegessen werden dürfen. Das finde ich total krass. Ja, und puh. Deswegen, das meine ich, also es gibt halt einfach ganz, ganz viele verschiedene Etagen, aus denen wir in irgendwelche menschlichen Körper, ich nenne die jetzt mal Avatarkörper oder irdischen Körper, da gibt es ja Tierkörper, menschliche Körper, inkarnieren können, und es ist immer selbe Bewusstsein. Es kann also, kannst du quasi in einer anderen Dimension, dein geistiges Wesen aus einer anderen Dimension her sein. So viel Liebe haben die, dass sie keine Angst vor dem Tod haben. Und so sehen das die Schlangenwesen eben auch, wenn die opfern.
Oder so, dann sagen die, naja, ist ja jetzt auch nicht so wild, weil das ist ja bloß der Körper von dem und der inkarniert ja eh wieder. Also was haben wir dem schon angetan, ne? Die sind also, so hat das mal eine Schlange auch zu mir gesagt im Seminar, die hat mir auch ihre Reptilienhaut gezeigt. Was ich dazu sage, hat sie dann zu mir gesagt, so, ja, schick. Und die hat dann zu mir gesagt, ich möchte nicht, dass du über uns so erzählst, dass wir so negativ sind und dass wir so böse sind. Ihr esst ja auch Tiere. Und wir essen eben, ja, Menschenbabys, ne? So hat die das, also das ist für die ganz normal. Ich finde das so, persönlich, ne? Ich darf mich ja jetzt da nicht einmischen, aber ich finde es natürlich total brutal, aber das ist deren Ansichtssache. Ja, und die sind halt mitten unter euch hier. Die sind überall und dazu habe ich eben ja einfach noch ein paar Eigenschaften rausgesucht, jetzt zum Abschluss des Videos, dass ihr das erkennen könnt, aber hier nochmal zum Abschluss zu bringen. Wir kommen nicht drum herum, das Dunkle zu lieben, was überall ist. Ich habe da so eine E-Mail jetzt vor ein paar Tagen bekommen von einem Interessenten, die mich gefragt hat, Jenny, wie kann ich eigentlich wieder glücklich werden? Wie kann ich eigentlich endlich die sein, die erfülltes Leben hat? Ne? Und da habe ich mich dann auch für dieses Video hier entschieden, das mit reinzubringen, dass wir das Dunkle eben lieben, nicht, dass wir es vergöttern oder so, sondern dass wir es einfach lieben und wissen, dass wenn die dann wach werden aus ihrem dämonischen Schlaf und ihrem Albtraum, den die da leben, und die plötzlich wieder was empfinden, dann, das werden sie eines Tages, werden alle Planeten wieder nach Hause gekommen sein, oder alle Frequenzen, vielmehr, dass die sich das dann vergeben können, was die getan haben, weil das ist ja noch viel schlimmer, wenn du dann fühlst und du siehst, was du getan hast und du kannst es nicht mehr ändern. Also ich möchte da nicht in ihre Haut stecken. Das ist echt übel. Und so gesehen helfen wir ihnen, indem wir ihnen zumindest vergeben, dass sie nicht anders können, und wenn sie keine Gefühle haben, dann, ja, dann haben sie einfach noch einen langen Weg vor sich und das ist schlimm genug für die. Also versucht sie einfach zu akzeptieren, dass es das Dunkle gibt und dass das auch in den Menschen ist. Und dass, wenn ein Mensch zu dir eiskalt ist, emotionslos ist und dich behandelt wie das letzte Stück Vieh, dass dann nicht dieser Mensch derjenige ist, der böse ist zu dir, sondern eben die Besetzung. Diese Wesen, von denen ich die ganze Zeit jetzt gesprochen habe, und die meinen das nicht böse. Das ist für die, die sind übrigens Rechenkünstler und sie können mental so gut reden, schwingen. Die sind echt richtig gut. Und ich kann nicht sagen, dass das aus ihrer Perspektive böse ist, was die machen. Die sind, wie sie sind. Und wenn du das akzeptierst, dass es einfach ganz viele verschiedene Formen von Bewusstsein auf der Erde gibt und auch in anderen Universen, und jeder aus seiner Sicht immer das Beste macht, dann gibt es das Böse gar nicht. Dann ist das Böse in irgendeiner Form auch gut, weil am Ende stellen wir im Positiven fest, egal was sie uns all die Jahrtausende angetan haben oder die Jahrhunderte, wir leben immer noch und wir sind übrigens wach. Sonst würden wir uns mit solchen Themen nicht beschäftigen können. Also, ja, schon ein bisschen traurig für die Brüder. Ja. Und an der Stelle, Qualitäten der Schlangenenergie, würde ich jetzt an der Stelle noch schnell ein paar Stichpunkte dir mitgeben. Die habe ich mir hier notiert, die lese ich oft in den Seminaren auch vor. Aber wenn du da gerade zu Hause ein paar Problemchen hast oder das Gefühl hast, in deinem Freundeskreis, dein Partner, deine Familie, deine Eltern, die ticken manchmal nicht richtig, die sind mal so und mal so, dann kannst du einfach mit Hand diese Eigenschaften einfach mal abwägen und in dem Moment zurückgehen, in Liebe gehen und sagen, okay, Moment, ich habe es jetzt gerade nicht mit meinem Partner zu tun. Das ist definitiv was ganz anderes und deswegen nehme ich dir das auch nicht übel. Das ist also der erste Schritt auch zum Glücklichsein. Das ist also die Antwort auf die E-Mail. Ja, in dem Moment, wo ich aufhöre, mich auch so eiskalt zu benehmen und deine Schlange die Chance zu geben, durchzusprechen durch dich. Ja, also wir können alle davon ausgehen, dass sie quasi auf der Lauer ist und so wie dein Ego anspringt und du dich verteidigen willst oder etwas verändern willst in deinem Leben, in dem Sinne, dass du mit irgendwas nicht zufrieden bist, dann darf die Schlange durch dich sprechen. Das ist gerade nicht die Einheit aus Körper, Geist und Seele. Ne? Also, hier nochmal der Vollständigkeit halber. Die Schlangenwesen sind immer in dir oder in deinen Mitmenschen, wenn derjenige emotionale Resignation zeigt, also Gefühlslosigkeit. Oft begleitet mit kalten, starren Augen. Und ich habe das auch sehr oft gesehen, dass die Augen fürchterlich, man kann gar nicht mehr hingucken, die sind so,
eiskalt, dass man richtig Angst kriegt, da reinzugucken. Bis hin dann bei hellblauen Augen sieht man das besser mit diesen Schlitzaugen. Die kann man eben dann sehen. Bei kompletter Übernahme sieht man die Schlitzaugen. Dann ist die Schlange in allen Chakren drin. Das kommt ganz auf den Lebensstil desjenigen drauf an und was er im Vorleben gemacht hat. Ob er da schon Anrufungen, Vereinigungen oder Blutsrituale mit der Schlange gemacht hat, dann kann die natürlich komplett in einen Menschen reingehen. Ne? Nutzt dann nur seinen Körper. Ja, man merkt, wenn einer von der Schlange besetzt ist, dann hat er zum Beispiel die Eigenschaft, einen anderen schlecht zu machen und sich dadurch dann permanent Energie zu holen, weil der andere ja verletzt ist. Ne? Und was er, die Schlange am liebsten macht, wenn einer in der Familie glücklich ist, die Stimmung runterzuziehen, dass keine Glückseligkeit in irgendeiner Form auch nur eine Minute eine Chance hat, weil das ist ekelhaft für die. Die mögen das nicht, die verlieren, wenn wir glücklich sind, den Zugang zu unserem Kronenchakra. Wir werden quasi unsichtbar für die. Deswegen sage ich seit 15 Jahren, mach das, was dich glücklich macht, von morgens bis abends. Ja? So viel wie möglich. Was noch die Schlange gerne macht, sie versucht in einer Beziehung, in zwischenmenschlichen Beziehung, den anderen, also den eigentlich stärker Beseelten, der gerade glücklich ist, an sich zweifeln zu lassen und trifft immer den wundesten Punkt, um ihn emotional zu verletzen. Und wenn das aus der Vergangenheit an Hahn herbeigezogene alte Geschichten sind, er muss dann nochmal darauf zu sprechen kommen, weil eines will die Schlange in dem Moment dich runterholen. Du bist zu ekelhaft glücklich. Merkt ihr das? Ja. Ja, das Problem ist, wenn dann jemand da hilflos betroffen ist, also wenn du jetzt gerade gehackt bist von der Schlange und du fängst gerade an, deinen Partner zu verletzen, dann muss man sich gegenseitig da rausholen. Ja, da gibt es dann bestimmte Codewörter und einfach eine Unterbrechung dieses Films, der da läuft. Und da müsst ihr euch selber was einfallen lassen, wie ihr da beide rauskommt aus dieser emotionalen Resignation, weil das kann bis hin zum Rosenkrieg gehen, ja. Also lasst euch da ein paar Ticks einfallen, unterbrecht das mit irgendwas, schau mal, da ist ein Kolibri oder irgendein Spruch, dass derjenige plötzlich merkt, ey, was ist denn jetzt los? Ne? Gut, aber wenn ihr natürlich richtig, richtig drinne sitzt, dann nützt es auch nichts, dann geht es nur in die Liebe zu gehen, ja, und sich zurückzuziehen und es nicht persönlich zu nehmen, was da läuft. Ja, und was ganz auffällig ist, wenn jemand da so richtig von einer Schlange durch viele Inkarnationen schon besetzt ist, dann liebt derjenige auch in dieser Inkarnation Götter. Und er ist 100% davon überzeugt, richtig zu sein. Die sind verbal sehr gut, intelligent und sind hochkommunikativ und können sich aus allen Anschuldigungen rauswenden, sodass du nicht mal ein Argument hast. Also die sind, ja, die gehen immer in die Manipulation und in die Ohnmacht, schicken sie dich im Gespräch. Du hast immer das Gefühl, keine Chance gegen denjenigen zu haben. Ja. Und im Außen sind die normalen Schlangenwesen, die einfach sehr, sehr niedrig auch angesiedelt sind, natürlich total 3D verhaftet. Und wenn man sich die Bewegungen einiger Menschen auf der Straße anguckt, dann seht ihr auch, dass da kein Mensch drin ist. Was da gebuckelt läuft und irgendwo zuckt und irgendwelche Ticks hat, guckt euch das an. Der Art des Ganges, das ist nicht, teilweise nicht humanoid. Das kriecht, ja. Und man sieht natürlich dann auch die Verformungen, die Buckelbildungen und so weiter. Ja. Gut, wofür sich die Schlange natürlich außerordentlich mit zwischenmenschlichen Gesprächen interessiert und wo die sich dann auch einklingt, das sind also Medizin, Sex ist total ultimativ wichtig für die Schlange, weil da kann sie sich so richtig die weibliche Energie runterladen und sitzt danach beim Wirt richtig gut. Dazu muss man einfach wissen, dass das Wurzelchakra mit dem Kronenchakra das Paar, also es ist ein Paar-Chakra, die gehören also zusammen. Unten wie oben und oben wie unten. Und wenn das unten eindringt, dann ist es oben drin. Und das ist einfach das Beste für die Schlange. Das passt so 14 Tage, manchmal auch nur eine Woche, je nachdem, wie hochschwingend die Frau ist. Und dann wird der Mann wieder dazu benutzt, die weibliche Energie einzutreiben und die Frau gefügig zu machen. Ja, oder auch umgedreht. Es gibt ja auch Frauen, die extrem von der Schlange besetzen. Also viele Frauen, ja. Die Schlange interessiert sich für Wissenschaften, Feuer, Politik, Bücher, Fachliteratur, Strukturen, Rituale, Regelmäßigkeiten. Sie kann extrem ernsthaft sein, also dieses sogenannte Erwachsensein, ja, das ist typisch Schlange. Keine kindliche Freude, keine Leichtigkeit, kein Witz, ja. Das Einzige, was sie mag, ist schwarzer Humor.
Und ja, sie mag es schlecht, über nicht anwesende Personen zu reden. Und wenn die Person dann aber da ist, dann ist sie natürlich total freundlich. Ja. Nochmal, sie ist hochmanipulativ, plant, Planung ist ihre Stärke und Spontanität ist ihre Schwäche. Und sie kann eine starke Anziehungskraft auf ihren Gesprächspartner ausüben. Einfach so eine Art Magie, so eine Art Zauber, so ein, oh, hör mir zu, ich bin derjenige, der richtig gut redet, sowas, ja. Und dann saugt sie dich natürlich dabei aus und lädt sich dann auch bei dir runter, ja. Und kann natürlich auch intellektuell, geistig Ping-Pong spielen und dadurch eben auch andere in den Bann ziehen. Das sieht man oft, sehe ich das auf dem Parkplatz, und wenn ein anderer sich mit einem anderen unterhält, du siehst richtig, wie der eine nur immer so, ja, 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 und der andere erzählt und drischt oben auf den einen, dass der gar nicht zu Wort kommt. Ne? Achso, das geht ja gar nicht, sowas. Das ist ja eindeutig eine Schlangenkombi, ne? Ja. Die Schlangenenergie bewegt sich gerne, Bauchtanz, ne? Das ist die ganzen satanischen körperlichen Tänze. Und der Betroffene ist eben, wenn er von der Schlange dann mehrfach am Tag gehackt ist und er vielleicht noch einen Beruf hat, der am Computer ist oder Elektriker, das ist das Beste überhaupt, weil die Schlangen, habe ich ganz vergessen zu erwähnen, aus dem elektrischen Universum kommen. Das heißt, sie lieben Elektrizität. Magnetische Sachen wie also Wald und Natur und so und Bienen, oh, die mögen die nicht. Ja. Wespen, ja. Ja. Ja, und der Betroffene ist halt nur im Kopf und er lebt halt auch im Kopf und er fühlt auch im Kopf und ist überzeugt davon, richtig zu sein. Ein Schlangen, von einer Schlange besetzter Mensch würde sich nie in Frage stellen. Der hat keinen Zweifel an sich. Das ist übrigens ein ganz klassisches Merkmal, dass du beseelt bist, wenn du immer an dir zweifelst. Stell dir vor, es gibt welche, die tun das nicht, die stellen sich nicht in Frage und das sind die Menge sogar. Und dann wird die Schlange natürlich auch immer die Welt verbessern und die Welt retten. Natürlich alles mental. Und derjenige ist permanent in Gedanken. Zärtlichkeiten kann der natürlich nicht. Das ist jetzt nicht so angeboren von demjenigen, zärtlich zu sein. Das muss der lernen. Und überhaupt, wenn dann Zärtlichkeiten, dann planmäßig. Das muss schon passen in dem Moment. Da kann es jetzt nicht einfach so vorbeikommen, so spontan. Das ist also auch die Schlange. Ja, und was man auch spürt, dass sie manipulative Annäherungsversuche machen, auch in sexueller Hinsicht. Natürlich immer mit dem Ziel, guck mal, wenn ich das für dich mache, dann können wir heute Abend das beide machen. Ne? Also meine Brüder rufen nämlich mal wieder nach weiblicher Energie. Guck mal, und dann merkst du schon, wenn sie mental dich irgendwie verführen wollen oder so. Ja. Sie haben oft festgefahrene Ansichten, lieben Salz und salzige Speisen, natürlich Fleisch, am liebsten auch blutig. Gewürze muss sein, Käse und Milchprodukte, Ei natürlich, ne? Jede Schlange liebt Eier, das wisst ihr. Butter natürlich und Rohkost. Wir dürfen hier nicht denken, dass die vegane Szene da frei wäre von Schlangen, im Gegenteil. Rohkost ist ja ein Hauptnahrungsmittel der Schlangen. Das sieht man auch, wie die sich emotional total entarten, die Rohköstler. Ne? Die verlieren jede Form von emotionaler Intelligenz und werden fast fanatisch, wenn du was gegen Rohkost sagst. Also das ist schon schlimmer als ein Fleischesser, vom Fleisch abzuraten. Ja. Und natürlich werden die auch krank nach 5 bis 6 Jahren, ne? Körperlich. Ja, sie wollen perfektionistisch sein. Sie sind natürlich perfekt, weil sie sich ja nicht in Frage stellen. Dementsprechend wirken sie oft auch arrogant, besserwisserisch. Und die niederen Viecher, also die sozusagen Reptilienzüchtungen dieser Schlangengenetik, die legen sogar wenig Wert auf Körperhygiene, Ordnung. Die Haus und die Wohnung sind so echt in Chaos. Und woran man eben einen Menschen, der permanent von der Schlange oder von den Reptilien hat, besetzt ist, das erkennt man an seinem eigenartigen Körpergeruch. Der riecht immer ein bisschen komisch. Egal was er macht, der riecht entweder wie nasser Hund oder so faule Eier, Ammoniak, ja, das ist schon, diese Viecher, die sitzen dann schon perfekt fest, weshalb die natürlich auch in der dritten Dichte dann mit Parfümindustrie und so weiter und Aurasprays reagiert haben, Deodorant, damit man das nicht so merkt und Duschspiel dann schön mit Parfüm miteinander. Ja, die Schlangenwesen können natürlich enorm aggressiv werden, die können den Wirt, der besetzt ist von denen,
zu echten Schlägereien bringen, zu Dingen, die sie dann vergessen und total bereuen im nächsten Moment, weil du die Schlange wieder raus und dann stehst du da und hast das gemacht, ne? Besonders lieben sie natürlich, wenn du Alkohol trinkst und Kaffee. Butter Schokolade, das ist ja Wahnsinn, was sie da machen können. Dann sitzen sie ja regelmäßig fest. Es dauert übrigens, wenn du nicht Veganer bist. Wenn du dann einmal auf ein tierisches Produkt verzichtest, dann, also überhaupt, wer nicht Veganer ist, ist dauerhaft von der Schlange besetzt. Weil die Frequenz sich so weit runter verdichtet, dass du quasi ein Mörder bist. Ja, und das heißt, die Seele will mit dir nichts zu tun haben. Du kriegst die Seele nicht in den Körper oder in die Verbindung aus Körper, Geist und Seele. Das funktioniert erst, wenn du Veganer bist. Und dann dauert das 6 bis 8 Wochen, wenn du umgestellt hast, damit überhaupt das letzte tierische Eiweiß deinen Körper verlassen hat. Solltest du innerhalb dieser 6 bis 8 Wochen wieder ein Stückchen Kaffeesahne oder Nutella naschen oder sowas, wo dann wieder tierische DNA drin ist, dann sind die wieder drin für 6 bis 8 Wochen. Das kann man im Blutbild nachweisen, bei jedem Heilpraktiker, das kannst du machen. Das haben wir früher gemacht, in der Heilpraktikerschule. Ja. So, ganz wichtig ist auch zu wissen, dass es immer einen Rang gibt bei den Schlangenwesen. Also ich bin der Höhere und du bist der Niedere. Also quasi jede Firma, jede Gesellschaft, ja, jede große Institution ist genau in der Schlangenhierarchie aufgebaut. Ja. Es gibt keine Gleichwertigkeit. Und es gibt dann also bis hin zu Königen, sie lieben das dann angebetet zu werden. Und ja, ich spare mir jetzt mal die New Age Sachen, die ganzen Götter, die da angebetet werden, die Christus-Synergie und so weiter. Natürlich unter Tausenden von Namen treten die auf, nur damit ihr die anbetet, damit die Seele nicht dazwischen sich klingt. Ich verstehe es einfach, es ist okay. Es gibt ja immer zwei, ne? Einer, der es macht und der andere, der es quasi will, ne? Und die Manipulation dieser selbsternannten Gottheiten, die sie in vielen Schriften auch aufgeschrieben haben, ich spare mir jetzt hier mal die Namen, vom Indischen bis hin zu Maya, Azteken, Ägypten, Griechen, Rom, ist überall dabei. Ja, oder die normale römisch-katholische Kirche, überall. Und ist immer das Gleiche. Es sind nur andere Namen, andere Sprache, aber das System, das sieht man hier ganz klar, ist immer das Gleiche. Ne? Nehmen wir also dir zum Beispiel mal die Gottheit aus Griechenland, der Hermes, ja, der Botschafter quasi, der hieß Hermes, toller Typ, ne? Hat immer die Briefe von A nach B gebracht. So, interessant, gibt es ein Versandunternehmen in Deutschland, heißt auch so. Und in der römisch-katholischen Kirche nennt man den aber dann Gabriel, den Botschafter. Ja, aber ist im Grunde genommen immer das Gleiche. Oder Michael und Herkules, ja, und schaust du in anderen immer wieder rein, da gibt es auch mal den Beschützer und so weiter, der kommuniziert, ne? Ist immer ähnlich. Und ja, ist auch gut durchdacht, ne? Ja, was haben wir noch? Kampfsport, Yoga, aggressive, gewaltvolle Filme, Computer, Elektronik, Technik begeistert, vom PC bis zu kaum wegzubringen, wenn du die Schlange drin hast oder im Internet zocken, das ist alles und die Schlange, weil im Grunde genommen quatschen die da miteinander. Nicht du bist am Handy, sondern die sind am Handy. Ja, natürlich, das Beste sind Computerspiele. Da kann man gleich deinen Astralkörper gefangen halten im Computerspiel und dich so abhängig machen, dass sie gar nicht mehr aus dem Kopf rausgeht, morgen das nächste Level zu spielen. Und so weiter. Kämpfen, das lieben sie einfach. Ja, das liegt übrigens nicht in der Natur einer Seele, eine andere zu verletzen. Das ist einfach, das geht gar nicht. Ja. So, und in der Heilerszene ist die Schlange also auch einzigartig gut unterwegs. Sie glaubt und sie lässt dich wirklich auch glauben, dass du einen anderen heilen kannst. Das alleine zu behaupten ist schon die Krönung und muss ja sehr stark von sich selbst überzeugt sein. Also hier haben wir schon definitiv die Schlange. Ja, das Ego dieser betroffenen Personen ist über dermaßen groß, dass sie glauben, sich alles erlauben zu dürfen. Wir haben keine Form von emotionaler Intelligenz, Achtung oder Respekt vor irgendjemanden, außer ja, vor dem, was sie selber tun, ja. Ja, und was ihr vielleicht wissen solltet, ist, dass sie das nicht mögen, wenn Menschen oder Kinder in ihrer Nähe sind, die glückselig sind. Da kriegen die sowas wie Herzrasen, sowas fast wie ein Herzkasper. Also die müssen sich irgendeine Show einfallen lassen, dass sie da jetzt gerade nicht hingehen können, dass das heute gar nicht für sie passt, dass es ihnen nicht gut geht, dass sie vielleicht Kopfschmerzen haben, was auch immer. Müssen jedenfalls weg. Es ist richtig unangenehm, wenn da Liebe ist irgendwo. Ja. So, was haben wir noch?
Oft beobachtet habe ich, dass die sich im Gesicht immer was wegwischen. Wenn die mit dir reden, wischt sich einer immer übers Gesicht, so ganz komisch. Über die Augen und dann denkst du immer, was will denn der, was macht denn der? Das ist doch nicht mal ein Haar oder sowas. Der wischt sich quasi die Wesen aus dem Gesicht. Ja? Und was mich ja, am meisten fasziniert hat, sind diese Argumente der Schlange, wenn du sie dann als Eltern hast oder als Partner hast und er dir wirklich mit materialistischem Standbild ganz klare, ernsthafte, erwachsene Argumente bringen will, dass mit dir was nicht in Ordnung ist. Jetzt sind wir mal realistisch. Also wenn einer schon so anfängt, könnt ihr schon abschalten. Also links rein und rechts wieder raus aus dem Ohr. Ja, es gibt keine Realität in der dritten Dichte. Das ist der Punkt. Brauchen wir gar nicht weiterreden. Und dann wollen sie sich an Argumenten und wissenschaftlichen Fakten und Gesetzen festhalten. Die gibt es auch nicht. Gibt gar nichts. Es gibt, die Wissenschaftler haben sich selbst quasi, ja, wie soll ich sagen, an den Karren gemacht, ja, weil sie im Prinzip mit dem Doppelspaltexperiment nachgewiesen haben, dass nur das Teilchen dem Betrachter folgt, der es beobachtet und da auch hinlenkt. Also, was soll ich dazu sagen? Da brauche ich keine wissenschaftliche Studie mehr, gar nichts mehr. Da brauche ich nur noch mich selber und meine eigene innere Überzeugung und dann bringt es mich genau dahin, das Teilchen, wo ich will. Ja, das ist halt auch nochmal so ein Punkt, ne? Und Fakten, die auf 3D basieren, daran wollen sie sich festhalten, da sind sie ganz klar dran zu erkennen. Und sie haben oft ein erhabenes Verhalten über niedere Menschen. Schlimmstenfalls sieht man sie auch an Fettleibigkeit, Halsverlust, Lendenwirbelprobleme. Der Körper sieht aus wie eine Birne und Buckelbildung. Ja. Heiler Bauch, geschwollene Brust in dem Sinne. Ne? Die Männer können aber auch ganze Gentlemen sein und die Frauen gut verführen. Ja? Also hier muss man ein bisschen aufpassen und die Frauen können aber auch die Männer gut verführen, weil es immer auf die sexuelle Energie hinausgeht. Ja? Wenn da einer mit manipuliert, ist er immer von der Schlange gesteuert. Ja. Okay. Das wäre es vielleicht. Nur, dass du jetzt hier nicht gleich durchdrehst, einfach nochmal so die Information, dass soweit du nicht in die Ohnmacht gehst oder in die Angst gehst, dass einfach dir gar nichts angetan werden kann und dass du auch, wenn du die Ruhe bewahrst, in deinem Herzen im Vertrauen bist, dass du vollkommen in Ordnung bist und regelmäßig Absichten auch empfehle ich hier einfach. Also jetzt nicht feste, sondern die du dir selber ausdenkst, die du dir einfach machst, dass du, wenn du eine Absicht sprichst, immer mit deiner Seele in Verbindung gehst. Das ist, ich nenne Absichten mittlerweile auch Selbstgespräche. Ja, und die sind halt einfach total wichtig. Und dann kann sich halt zwischen dem Körper und deiner Seele ein fremder Geist nicht einklinken. Und dafür habe ich halt das geistig-emotionale Helfen oder Heilen deines eigenen Selbstes quasi auch entworfen. Und das ist auch, was ich euch jetzt so empfehle in dieser Zeit. Also ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Ihr dreht jetzt nicht gleich durch und geht mal in die Besinnung. Hört das Video auf jeden Fall nochmal, weil es waren einfach so viele wichtige Infos. Und ja, wir sehen uns dann gleich wieder, ne? Wo auch immer. Und es gibt ja dann quasi keinen Grund, panisch zu werden, was jetzt also alles kommt auf die Erde, weil es muss eine Seele genau das erfahren, um eines Tages selbst diese tiefe Erkenntnis in sich zu tragen und eben nicht mehr an ihrem Weg oder an ihrem Wesen zu zweifeln. Und so lange muss sie eben immer wieder rein. Deswegen braucht ihr auch keine Angst, um eure Lieben zu haben oder was auch immer hier passiert. Jetzt, denn die Seelen brauchen genau diese Erfahrung. Sonst hätten sie auf einer anderen Ebene schon eine ganz andere Entscheidung getroffen. Ja, und von daher ist Liebe für mich auch Vertrauen in alles, was da draußen so existiert. Und das tue ich in dem Sinne. Alles Liebe. Pura Vida.